Hallo und willkommen bei diesem Power Manager Tutorial. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Lizenz online aktiviert. Wichtig dabei ist zu wissen, dass man nach der Aktivierung den PC wieder vom Netz nehmen kann. Das heißt, dass er offline weiter betrieben werden kann. Zunächst öffnet ihr dafür das License Management Utility Tool. Eure gekauften Lizenzen habt ihr per E-Mail bekommen. Öffnet die entsprechende E-Mail und kopiert euch die Activation ID. Diese fügt ihr dann in das License Management Utility Tool unter Activation ID ein. Aktivierungs-ID hinzufügen klicken und Lizenz aktivieren. Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Eure lizenzierten Produkte findet ihr später unter Mein Arbeitsplatz, GMS und hier ist die Aktivierungs-ID, die ihr eben aktiviert habt. Solltet ihr weitere Geräte-IDs haben, zum Beispiel für Geräteerweiterungen, so findet ihr diese hier auch aufgelistet. Wollt ihr eine Lizenz wieder online zurückgeben, so wählt diese aus und geht auf Ausführen. Nach der Bestätigung könnt ihr den PC wieder vom Netz nehmen.